Was kann getan werden, damit aus einzelnen Beteiligungsprojekten eine Beteiligungskultur in der Kommune entsteht? Wichtig ist, dass einzelne Projekte und Akteure überhaupt voneinander wissen. In größeren Kommunen ist das nämlich nicht immer der Fall und deshalb braucht es Orte und Zeiten für einen regelmäßigen Austausch, bei dem Absprachen festgehalten werden und für die Teilnehmenden auch verbindlich werden. Dazu gehört auch, dass transparent und offen über Ergebnisse der Beteiligungsprojekte gesprochen wird, auch oder gerade dann, wenn es mal nicht so gut gelaufen ist. Und so können die Projekte überhaupt voneinander lernen. Beteiligungskultur muss übrigens auch in der kommunalen Verwaltung ankommen. Gerade für Jugendliche ist es wichtig, dass ihre Anliegen nicht in der Verwaltung versanden oder untergehen und nicht zu lange bearbeitet werden. Denn sonst sind die beteiligten Jugendlichen irgendwann gar nicht mehr jugendlich und fragen sich, wieso sie überhaupt beteiligt worden sind. Wenn Sie eine gute und breite Öffentlichkeitsarbeit machen, um die Projekte bekannt zu machen, kann das dann schon dazu führen, dass einzelne Projekte eben auch neue Mitstreiter oder Mitstreiterinnen bekommen. Wichtiger ist es aber noch, dass die Kinder und Jugendlichen während des Beteiligungsprozesses Erfolgserlebnisse verzeichnen, sie also die einzelnen Projekte auch, dass sie die gestärkt mit einem positiven Gefühl beenden. Denn dann gelingt es, dass die Begeisterung für die Beteiligung ansteckt und so Stück für Stück eine Beteiligungskultur entstehen kann. Mit den Erfolgserlebnissen ist aber nicht gemeint, dass automatisch jedes Projekt gelingen muss, sondern es meint jetzt mehr, dass der Erfolg eben auch ist, wenn Kinder und Jugendliche sich ernst genommen fühlen und verstanden fühlen, transparent gemeinsam gearbeitet wurde, sodass eben echte Beteiligung stattgefunden hat und keine Alibi-Beteiligung.